Ich liebe die Natur. Ich bin auch sogenannte Naturkind. Ich habe als Kleinkind so viel Zeit mit der Natur verbracht, alle Kräuter gegessen, welche meine innere Stimme mir gezeigt. Und ich fühle die Natur sehr intensiv. Ich fühle, dass sie braucht unsere Unterstützung. Die Dschungit, normale Dschungit-Splitter, können unsere Natur, unsere Erde ein bisschen unterstützen, in dem Sinne, dass wir die ganzen Säure, die ganzen Vergiftungen aus der Mutter Erde wieder zurückzubringen. Ich weiß, dass die viele Bauern, die benutzen so viele Pestizide, Herbizide, unterschiedliche Stoffe, auch wie die mit der Erde umgeben, das ist reine, in meinen Augen, Vergewaltigung mit der Erde. Und wenn wir nehmen diese normale Dschungit-Splitter, und ich spreche nicht über ganzen Welt, sondern da, wo du wohnst und ein bisschen verteilst dir schon Gitsplitter. Erst entsäuert das die Erde. Zweites mineralisiert sie. Da kommen wieder die Wildpflanzen, Vielfaltigkeit von der Natur zurück. Auch gehen die viele Schädlinge, Parasite, Pilze zurück. Es ist übrigens in Russland nachgewiesen, wenn du hast gewisse Probleme in deinem Garten mit unterschiedlichen Parasiten, nur allein mit dem Dschungit kannst du die komplexen Probleme lösen von unterschiedlichen Pilzenarten. Und das ist Beleben für die Erde. Das ist überhaupt nichts anderes, als du verteilst die Natur zu der Natur zurück. Nütze das. Mache deine Umgebung einfach ein bisschen sauberer, bewusster. Und überleg dir, die Erde gehört nicht uns. Wir sind nur Gäste hier. Und wie wir kommen, sollen wir genauso diesen Platz sauber verlassen. Sauber, lebendig für unsere Kinder.